Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Miss Survival, ihr Lieben. Ich glaube, ihr werdet stolz auf mich sein, denn ich habe etwas vollbracht, was ich sonst nie mache, nur sehr selten. Und zwar, ich habe offline sortiert. Ja, ich habe mich mal hingesetzt und habe mal für eine Stunde, anderthalb Stunden einfach mal hier alles weggeräumt und auch die Wohnwagen habe ich im Großen und Ganzen bis auf Kleinigkeiten ausgeräumt. Sagte sie, zeigte alles und ist noch sehr viel drin. Das ist sehr schön. Und ich habe auch dementsprechend hier ein bisschen Ordnung reingebracht. Ist das nicht schön? Ich hab's mal geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Und das Beste ist bei den meisten... die wollte ich noch einräumen. Die hatte ich noch nicht. Bei den meisten habe ich schon wieder vergessen, wo ich was hingepackt habe. Aber ihr seht es, ich bin stets bemüht. Und dieser Schrank ist einfach nur merkwürdig. So, wartet mal. Den bekomme ich noch gerade. Ich kann den nicht hier ansetzen. Ja gut, vielleicht verbauen wir den als Feuerholz. Wie gesagt, wir werden einfach mal die Sachen jetzt in den nächsten Folgen bauen, die wir noch nicht hingezimmert haben. Und einfach mal schauen, was wir hier noch machen können. Wir werden wahrscheinlich auch noch mal gelegentlich zur Mine fahren müssen. Den Pool habe ich auch noch nie gebaut. Den werden wir uns mal angucken. Wenn ich den jetzt so nicht vergesse, das Bett stört mich gerade so, wie es da steht. So, damit man auch hier so wunderschön im Regen schlafen kann. Okay. Sehr schön. In der letzten Folge haben wir auch unser Baumhaus hier hingezimmert. Ich wollte hier oben noch... ihr wisst schon, einen Zaun bauen, da hat man mir auch einen kleinen Trick gesagt, wie man den machen kann. Wie man auf so eine Idee kommt, habe ich keine Ahnung, aber wir werden das mal machen. Und zwar werden wir jetzt Bretter brauchen. 3 Stück. Äste. Definitiv Äste. Was brauche ich eigentlich für so einen Zaun? Nip. Nu. Und die Kollegen, dann gucken wir einmal, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das gehört habe. Oder ich stelle mich so doof an. Könnte auch möglich sein. Aber wie soll ich die hinlegen? Wartet mal. Wie soll ich denn da... Okay, so ungefähr vielleicht. Werden wir uns mal anschauen. So. Wartet mal. Wenn das jetzt funktioniert. Ernsthaft? Wie kommt ihr auf sowas? Wie kann man darauf kommen, dass man da einfach ein Brett hinzimmert? Cool. Nochmal herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich würde auf sowas nie kommen. Einfach mal das Spiel ausgetrickst. Ich wäre auch darauf gekommen, garantiert. So, da musste ich mich mal kurz räuspern. Es tut mir leid. So. Cool. Cool, dass man sowas noch bei diesem Spiel machen kann.
fass, wie kommt man auf sowas? Ja, nee, da ist das Brett zu weit. Ich brauche noch mehr Stöcke. Es ist Gott, die Leute kommen auf Ideen. Und der lebt noch. Ich hoffe, er verhungert nicht. Na, Gott sei Dank haben wir genug Stöcker. So, bevor... Wir werden das schon hinbekommen. 20? 20 Stück. Und jetzt kommen gleich die Dendels. Nöp. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. So. Oh, nein. Jetzt habe ich das eingepackt. So. Können wir die nicht aufsplittern? Eigentlich könnten wir die aufsplittern und drei hintereinander packen. Wir gucken mal, wartet. Wir machen mal. Dann schmeißen wir das mal hin. Dann kommen wir ein bisschen schneller voran. Na, noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist ausreichend. So, mein Freund. So, gucken wir mal. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Ich hole mir nur Stöcke, aber nicht das andere Teil, die Komponenten. Hüpf. Ja, das war hier oben. So, gucken wir mal. Nehmen wir mit. Eigentlich wollte ich heute mit euch Hühnerkäfig bauen. Aber wenn das gerade so mit dem Zaun so gut funktioniert, werden wir natürlich erstmal den Zaun bauen. Mein Gott, der ist da hinten schon wieder irgendwo gegen gerammelt. Ja, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Warte mal. Nein, ich will hier kein Dings hinzimmern. Es funktioniert. Ich habe keine Stöcker mehr. Gut, die kann ich aber sehr schnell nachkraften. Echt cool. Auf sowas muss man wirklich erstmal kommen. Ich fange da hinten wieder an. So, das.
Und die Nummer 3 nehme ich. Wir sind ja Gott sei Dank gerade ein bisschen schnell unterwegs mit den Coinen. Ups. Wie das gerade so leicht nach unten geslidet ist. Sollte was trinken. So, trinken. Ihr solltet hier oben vielleicht ein Bett hinstellen. Dann kann ich hier oben gleich pennen und muss nicht immer ins Haus rennen. So. Ja, den lassen wir mal. So, dich nehme ich. Nee, du kannst noch ein bisschen weiter hier hin. So. Ich finde es klasse, dass man bei Mist so viel das Spiel eigentlich so verarschen kann, dass man dann hier immer irgendwas hinsetzen kann. Hallo? Okay, das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt nimmt das Spiel Rache an mir. Entschuldigung. So, mein Freund. Warum snippst du da hinten dran? Ich glaube, das hat das Spiel jetzt registriert. Oh. So. Dann machen wir eben von der Seite weiter. Habe ich irgendwas Wichtiges drin? Ne. Ich denn noch Stöcker? 10 Stück habe ich. Ich sollte zwischendurch mal speichern, ne? Aber ich fahre hier nicht durch, das ist gut. Gut, dann kann man hier runterschießen, wenn irgendwas sein sollte. Aber cool. Guckt euch das an, es funktioniert. Ich glaube, ich wäre nie darauf gekommen, irgendwie Bretter hinzupacken und da was drauf zu bauen. Haben wir irgendwie Deko?
Irgendwie nicht so, ne? Den Kumpel hatten wir gebaut. Kann man eigentlich. Man kann hier oben im Haus reinsetzen. Oh, Moment. Wartet mal. Wenn man sowas hier macht. Lasst mal gucken. Wenn man hier runter geht. Das will ich jetzt ausprobieren. Und oder wollen wir hier noch eins? Weil dann hätten wir vielleicht direkt einen Baum schon bei uns drin. Das will ich jetzt ausprobieren mit euch. Hatte ich eigentlich noch Nägel? Ich weiß es gerade gar nicht. Hatte ich Nägel? Warte mal, ich mache erstmal die Baumstämme. Entschuldigung. So, Nägel. Kann sein, dass ich die rausgepackt habe. Hier, nein, hier, da sind sie doch. Ja, ich muss noch minimal hier ein bisschen aufräumen. Eigentlich alles, was mit Gewehr und Munition zu tun hat, habe ich hier oben hingepackt. Und Klamotten natürlich. So. Jetzt habe ich gerade gehustet und weiß nicht, ob ich gemutet war. Wartet mal, 17 Minuten. Da muss ich dann nochmal gucken. So, Jungs und Mädels, wir gucken weiter. So eklig dunkel. Ja, komm. Einfach mit ins Schlafzimmer genommen. Wie sieht mein Trinken, Essen aus? Ich sollte noch was essen. Trinken natürlich dann auch. Ja, nein, nein. Oh mein Gott. Gut, müsste gleich hell werden. Jeden Augenblick. Ich lasse ihn jetzt einfach mal drin. So, Cola, Cola, Cola. Den nehme ich auch mal mit. Die gehen noch alle. Ja, vom Essen her. Ja, wir nehmen das einfach mal. Wartet.
Und ich werde mir hier noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Wie viele? Nur 8? Ach nee, ein bisschen mehr. 16. Ah, ich habe keine Nägel mehr. Ah, nö. Servus, Scotty. Schau, Scotty. Ich muss mal ganz dringend mit denen teilen. Oh, Gott sei Dank, ich habe noch ein paar. Losgehen und ja, Metall holen. Warte. Gut, keine Dendels. So, oh Gott, ich will. Warte mal. Warte. Einmal Seil hab ich. Scotty hinterfragt das nicht. Die Äste nehmen wir einfach jetzt mal mit. Hat man ja gesehen, dass wir Glück hatten, dass wir so viel eingepackt haben. Oh, ich brauche ja noch Borke. Oh. Ich glaube, ich hatte auch keine mehr bei mir in den Kisten, ne? Muss ich nochmal gucken. Sollte ich Scotty irgendwann mal befreien von seinem Gefängnis? Ja, ich brauche Dings. Ja, ich werde dich erstmal nicht brauchen. Kumpel. Ich glaube, bei denen war ich noch nicht dran. So, gib. Die hat. Oh, dieses Geräusch gerade. Wir hatten mal so viel Rinde. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wie viel ich an Seil brauche, aber ich glaube so 6 bis 8 wird es definitiv sein. Seil. Auf das die Dendels kommen mögen. Ich weine gerade ein bisschen innerlich.
Das mache ich wirklich. So. Trinken, trinken, trinken. Dann werde ich erstmal Rinde holen. Ach schade, ich dachte, ich könnte hier zwei Bäume auf einmal machen. Gib, gib, gib. Zehntausend Jahre später. Den machen wir noch und dann holen wir Blätter. Nun, Entschuldigung, da konnte ich mein Dings nicht mal muten. Ja, dann ist das futsch. Das ist sehr schön. Dann, oh. Geht Benzin verloren, wenn ich es die ganze Zeit laufen lasse? Wir sind bei 25. Wir gucken mal. Oder nur, wenn ich es aktiviere. 95, nicht 25. Habe ich gerade echt 25 gesagt? So. Da haben wir noch ein paar. Nimm einfach mit alles, was du siehst. Ja, 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 das nehmen wir auch. Ja, Benzin geht futsch. Dann wollen wir das nicht riskieren und lassen die jetzt, packen sie immer wieder in die Hosentasche. Wie auch immer eine Kettensäge in meine Hosentasche passt, ich frage da lieber nicht nach. Nimm mit, nimm mit. Ich hoffe, ich habe jetzt alle eingesammelt und habe kein Dings jetzt vergessen. So, wir brauchen 7 Stück. Und bei so einem Wetter müssten die denn jetzt auch kommen. Aber ich glaube, ihr hört mich gerade nicht. Jetzt will ich mal gucken. Ich mache gerade nichts mehr.
Was ist denn? Hallo, was ist denn los? Ja, geht's nicht? Wartet. Man könnte es doch machen, wenn man die, oh Mann, die Baumhäuser nach unten macht. Warte mal. Alter, was ist denn? Oh mein Gott, das geht ja noch höher. Oh mein Gott. Noch eine Idee. Hör doch mal auf, dich zu drehen. Was ist denn jetzt? Was für ein Bug habe ich denn? Aber man hat ja hier noch die Teile. Das ist ein bisschen nervig, wenn sich jetzt hier alles dreht. Ich hab einen Bug, meine Lieben. Okay, ich geh erstmal rein. Sorry. Ich habe offiziell gerade einen Bug. Das ist leicht nervtötend. Gut, aber meine Lieben, ich würde sagen, ich werde hier erstmal ein Folgenpäuschen machen. Man kann, glaube ich, mit den Baumhäusern doch was Schönes zaubern. Man kann die ganz nach oben setzen. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie jetzt nach oben gesetzt. Okay. Ein bisschen buggy, das Spiel. Vielleicht kann man auch irgendwie ein Haus draufsetzen. So ein kleines Experiment. Wäre ja witzig. Müssen wir mal gucken, was wir da noch machen. Eigentlich, wie gesagt, wollten wir, mach mal hoch, wollten wir ja einen Hühnerstall erstmal hinzimmern. Aber das können wir ja auch noch machen. Wartet mal. Mich hinsetzen? Oh, schade, ich wollte Scotty beobachten. Mhm. Stört es hier ein? Einfach vor Scotty. Das schön. Warum kann ich mich da nicht hinsetzen? Mann, das ist unfair. Das ist Diskriminierung des Spielers. Schande. Gut, ich glaube, ihr habt mich gerade eh nicht gehört. Deswegen, meine Lieben, ich bedanke mich für's Zusehen und bis zur nächsten Folge. Schön mit Öl.